Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NHL 20, der DEL-Saisonmodus mit den Kölner Haien. Heute spielen wir gegen das Schlusslicht, die Straubing Tigers. Die haben noch keinen einzigen Punkt in dieser Saison geholt. Wir sind ja zumindest hier mit 9 Punkten aus 5 Spielen auf Platz 6. Das ist in Ordnung, auch wenn da sicherlich 2-3 Punkte mehr drin gewesen wären. Auf jeden Fall, heute gilt es, heute müssen wir auf jeden Fall gewinnen, denn sonst wäre die totale Blamage da. Auf jeden Fall verzichten müssen wir heute auf Fabio Vogt, der ist verletzt, der fällt glaube ich noch 2 Spiele aus. Wir gehen heute nochmal mit Gustav Westlau in das Spiel rein. Ich denke mir halt so, die Anfangsphase sollten wir wirklich mal versuchen, in der absoluten Bestbesetzung zu spielen. Und dann werden wir das Ganze dann noch umstellen. Auf jeden Fall, wer ist in den Kader reingerückt? Ich glaube, Robin Palka habe ich reingezogen. Dadurch ist Marcel Müller jetzt Center von der dritten Reihe und Palka spielt eben jetzt die rechte Flügelposition. Schauen wir mal, wie das Ganze heute so wird. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier in die Arena in Straubing rein. Ich bin sehr gespannt, wie das heute wird. Bin eigentlich positiv gestimmt, weil ich in letzter Zeit auch wirklich sehr, sehr viel Ultimate Team natürlich wieder spiele. Und natürlich hoffe, dass ich davon etwas profitiere. Wir sehen hier Westler mit 85,5. Die Fangquote 2,19 Gegentore pro Spiel. 3 Siege. Eine Niederlage, ein Overtime-Sieg oder eine Overtime-Niederlage war es, glaube ich. So, und auf der anderen Seite Zetkov. Jetzt habe ich mich leider zu sehr auf die Statistik von Westlau konzentriert und habe die von Zetkov etwas vergessen. So, auf jeden Fall Bulli-Gewinn von Matsumoto. Da übernimmt direkt mal Tiffels und Jason Eckeson, aber da kommt er nicht zum Schuss. War Zetkov mit dem Schläger dran. So, Pascal Zerrissen haut mal einen Schlagschuss raus und Zetkov stellt sich direkt dahin, aber will schnell machen. So, Eriksen auf. Oh, Frederik Eriksen, aber Westlau macht die Fangern drauf. Da lassen wir lieber in der Situation nichts ankochen. So, jetzt haben wir Genoway beim Bulli. Gegen Turnbull, ehemaliger Hai. Und Genoway verliert das Bulli. Wen haben wir jetzt? Schopper. Und Zerrissen mit dem Scheibengewinn auf Uvira. Aktuell unser Topscorer im Team. Oh, da war die Chance. Und Zetkov, der hätte Uvira fast nochmal einnetzen können. Hier sehen wir es auch. 2 Tore, 3 Assists in dieser Saison. Wir bleiben mit Genoway auf dem Eis gegen Turnbull. Den holt er. Moritz Müller jetzt hier an der Scheibe. Auf Ben Honowski, Dominik Tiffels, oh, und da war Zetkov dran, aber gut, haben bald angeschossen. Oh, verdammt, war das knapp. Aber dass der Puck überhaupt da so durchkam, habe ich jetzt gar nicht gedacht. So, Turnbull aus dem Weg geräumt. Und Müller auf Honowski. Was macht Moritz Müller denn so weit da vorne, Mann? So, da ist Robin Palka jetzt. Aber Dominik Tiffels macht dazu. Oh, Leubel! Und Westlau. So, jetzt Robin Palka. Hat mal geschossen. Und Zetkov macht dann doch. Ja, der ist echt erstaunlich. Zetkov macht das Spiel sehr schnell. Die Torhüter lassen dann ja erstmal hier wieder zum Bulli kommen. So, und jetzt. Oh, der geht's mit vorbei. Schopper, Kohl. Westlau, wir hatten. Und wieder Westlau. Hat gerade mehr zu tun, als ich mir irgendwie erhofft habe. So, Ben Honowski. Oh, Falker hat die Scheibe noch. Honowski. Das ist keine Anspielstation. Mist. Da holt Ziegler die Scheibe hinten raus. So, Gagné stellt sich zwar dazwischen. Und Schönberger, aber wieder Westlau. Komm mal, das spielt schnell. So, und jetzt Alexander Oblinger. Wollte Zach Sill anspielen. Oh, Zach Sill hat die Scheibe. Ach Mann, ey. Kein gutes erstes Drittel von uns. Und da macht Straubing das 1-0.
Da habe ich, glaube ich, jetzt mit Garnier Wessler die Sicht genommen. Verdammt. Sandro Schönberger mit dem 1:0. Erstes Saisontor. Ja, könnte echt sein, dass ich da Wessler die Sicht genommen habe. Aber Matsumoto mit dem Scheibengewinn. Jakob Kindl, der ist in der Realität noch ohne Einsatz, der ist noch verletzt. Und Straubing dreht gerade auf. Daschner, Connolly. Und Wessler hält einfach fest. So, jetzt Kindl mit Matsumoto. Drüben ist Serkesen. Drei Tore hat er in der Realität schon erzielt in der Saison. Terrasen, oh, der geht wieder vorbei. Ist halt kein Sniper. Oh, jetzt die Chance. Terrasen hinten. Wessler, Eckesen ist da. Und Matsumoto. Drüben ist Oblinger. Müssen so kompliziert hier spielen. Eckesen. Oblinger. Ja, leider falsche Schlagseite. Wieder keine Chance gehabt. Waren wir zu nah am Torwart. 5 Sekunden noch. Tiffels. Ja, und damit geht's mit 0:1 ins zweite Drittel. Also für Zetkov jetzt eigentlich noch kein Spiel, wo er sich unbedingt auszeichnen musste. Da ist auf jeden Fall Gesprächsbedarf in der Kabine angesagt. So, ja. Viel Highlights hatten wir nicht. 2:8 Schüsse, also da ist sogar Straubing deutlich besser als wir. Geht die Führung nicht wirklich, ist nicht unverdient. So, Matsumoto verliert jetzt das erste Bulli. Und jetzt Freddy Tiffels. Eckeson, der geht vorbei. Ich wollte eigentlich zu Matsumoto, aber ich habe ihn nicht bekommen. So, jetzt wieder Freddy Tiffels. Toll, Kindl ist ein Verteidiger, Mann. Was macht der da vorne? Wir sind von zwei Leuten hier. Haben die gegangen. Oh Mann, Kindl. Nein, Matsumoto, warum schießt er nicht direkt? Mann, ey. Das war unsere beste Chance auf jeden Fall. Kindl, jetzt werde ich ein bisschen verladen, aber ich hab ihn. Genoway, oh, kriegt ihn auch nicht in der Kontrolle. Kindl, Mann, das gibt's nicht. So, jetzt Freddy Tiffels wieder. Vielleicht geht da jetzt was. Frage zu Eckeson. Keine Anspielstation, Mann. Ja, siehst du, jetzt passe ich wieder. Ja. Und er landet beim Gegner. Das ist so typisch hier in diesen DEL-Teams. So, Wessler. Ich habe eigentlich gedacht, der geht rein. So, Genoway gewinnt Bulli. Oh, Hanowski. Oh, wieder ist die Seite zu. Mo Müller. Aber kommen wir nicht mal zum Schuss hier. Und da ist eine Strafzeit. Das bringt jetzt hoffentlich ins Spiel zurück. Glassel muss raus. So. Marcel Müller hinaus, die Eckesen. Ja, erstmal das Bulli verloren. So. Garnier. Eckesen. Oh, Marcel Müller. Geht doch mal einer rüber. Das gibt's nicht, ey. Oh je, Eckesen, das sieht nicht gut aus. Oh,
Oh nein, das schnell. So, Ecke sind nimmt wieder. Und hinaus wie. Es steht einfach keiner da drüben, Mann. Weißt du, da bewegst du dich schon nicht in der Hoffnung, ja, jetzt kommen wir mal in die Formation und es passiert einfach nichts. Aronson, jawoll! Da ist er! Ein Verteidiger-Tor, das gibt's ja gar nicht. Von der blauen Linie, Tyler Aronson mit dem 1:1 erstes Saisontor. Boom. Okay, dann müssen wir jetzt wenigstens was für einen Verteidiger, der von der blauen Linie ballern kann. Zack. Drin. Sehr schön. Hanowski und Kindle, die Assistenten. So. Zerrissen. Best. Zerrissen. Oblinger, schade. Sechs Silbe. Oh mein Gott, da geht noch was. Da geht noch was. So, komm. Müsste nur meiner mitlaufen hier. Oh, verdammt. Ja, noch 4:42. Garnier auf Oblinger. Und Zetkov einfach mal geprüft. Jetzt kriegen wir neue Leute. Ich glaube, die brauchen wir auch. Ja, da war eine gute Chance. Haben wir denn jetzt? Müller, Palka, Dumont. Und Müller verliert Bulli. Oh nein, ich dachte nicht hätten. Und Weslau. Easy Ding hier. So, 2:38 noch im Mittelabschnitt. Oh, Müller verliert wieder das Bulli. Also wie der Tabellenletzte spielt die nicht. Oh, Garnier. Und jetzt Palka. Mann, warum spiele ich nicht zu Marcel Müller? Dann geht er vielleicht rein. Dann hat Matsumoto gegen das Bulli, Dominik Tiffels. Echsen wieder. Nein! Oh, das war ja so ein Ding wie gegen Mannheim jetzt. Verdammt, da war die Chance. Mann, Mann, Mann. Na gut, geht's mit 1:1 ins letzte Drittel. Und wir haben auch von den Schüssen deutlich aufgeholt. Dann schauen wir jetzt mal. Jetzt gilt's, wir wollen hier 3 Punkte. Ja, Matsumoto verliert jetzt Bulli mal wieder. So, Zerrissen fängt ab. Na, mussten wir so machen, sonst wäre es zu kompliziert geworden. Ey, das gibt's nicht. Ich verliere auf einmal jedes Bulli mit Matsumoto. So, wir hatten. Tiffels. Sehr gut. Mann.
Wie viel hatten? Nein, verdammt. Kein gutes Spiel von uns. Was macht Eriksen eigentlich immer so weit da vorne? So, jetzt Hiffels. Auf Matsumoto. Aber die haben, glaube ich, keine Ausdauer mehr großartig. Mann. Okay, das ging mal richtig schief. Newlock, auch der Ex-High. Oh, was ist jetzt? Schlägerei, Moritz Müller gegen Williams. Alles klar, Müller ist schon direkt K.O., weil er mich zu Boden reißt. Der Captain. Oh Gott, guck mal hier unsere Angriffsreihe, die erste. Was ist gemacht, Mann? Von Williams, wie ein wilder Stier auf Müller. So, was passiert? Spieldauer für Müller. Aber wahrscheinlich auch für Williams, oder? Aber es gibt keine Strafe. Oh, da hat Tiffels Mist gemacht. Oh, Wessler, oh! Hat ihn. Oh, Garnier, das war nicht gut. Und jetzt Janeway, komm, 12 Minuten. Mann. Wessler wieder. Ja, Straubing drückt jetzt ein bisschen. Wontanowski. Wieder ist er weg. Vielleicht sollte ich mir mal einen anderen Move angewöhnen. Der geht eigentlich schon seit NHL 17 gefühlt nie gut. So, Tiffels auf Palka. Der wird weggecheckt von Connolly. Garnier fängt ab und jetzt kommen wir hinten raus hoffentlich. Dumont auf Palka. Ja, und keiner ist da, Mann. Nein! Oh, was eine Chance. Aber ich glaube, das war mal gut von mir in der Bande gespielt. Oh, Schönberger! Wesslau! Wesslau hatten. Mann, Mann, Mann. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht müssen wir einen anderen Offensivdruck machen. Hier sind immer diese Standardsachen drin. So, Zerrissen auf Best. Sill! Oh nein! Oblinger! Pfosten! Doppelchance. Gibt's nicht. Ja, Sill, unser Bulli-Gott. Diesmal nicht. So, Zerrissen auf Best, aber der kommt nicht an. Boah, Wesslau, was für ein Save. Och Mann, ey. Das gibt's nicht. Hackerson. Zerrissen. Kindle. Oh, Zetkov. Freie Sicht. Less than 60 seconds left in regulation. Ja, spielen die Straubinger raus hinten. Und Kindle. Janeway kriegt die Scheibe.
Das gibt's nicht. So. 31 Sekunden. Nein! Aber Glück gehabt. Nochmal Genoway. 17 Sekunden. Palka. Ja, war wieder weggeräumt und es sieht nach einer weiteren Overtime aus und Straubing holt den ersten Punkt der Saison. Natürlich gegen uns. Weil ich mich immer gegen so kleine Teams schwer tue, wie die Haie in der Realität. Yippie. Mann ey, unfassbar. Wir haben echt ein gutes zweites Drittel gespielt, aber dann, wir haben auch gute Chancen gehabt, aber das war nicht zwingend genug heute. Ausgeglichenes Spiel, wie wir hier sehen, außer Zeit in der Offensive. Das war wieder natürlich auf unserer Seite. Du hast auch gesehen, auch Spieldauer eben hier für Jeremy Williams. So, Müller holt das Bulli natürlich nicht. Sarrazin. Oh nein! Tja Leute, das war mal schnell vorbei jetzt das Spiel in der Overtime. Da holen die Straubinger tatsächlich ihren ersten Sieg. Und wer darf dran glauben, die Kölner Haie? Naja, heißt also Mund abwischen. Morgen geht's dann weiter. Ich glaube, jetzt kommt mal ein ganz schöner Block mit Heimspielen. Oh, vor allem, da war Wessler, den hätte er eigentlich haben müssen, ey. Was der für Saves auspackt, aber da war er unkonzentriert. Naja, was willst du machen? Die Saison ist noch jung, wir müssen erstmal das System verstehen. Und in diesem Sinne, schauen wir uns mal an hier. Ja, drei Spieler von Straubing, Zetkov unter anderem. Bei den Top 3 Spielern, 18 Schüsse für die Straubing Tigers, 16 gerade mal für uns. In diesem Sinne, gehen wir dann mal zurück ins Menü. Jo, und hoffen wir, dass Fabio Vohl auch bald wieder spielen kann. Jawohl, ist im nächsten Spiel wieder zur Verfügung. Und jetzt geht's gegen morgen Bremerhaven. Doch noch ein Auswärtsspiel, okay. Also Leute, dann gucken wir mal in die Tabelle rein. Wir sind auf Platz 7 abgestürzt. Wie sieht's denn hier so aus? Krefeld auf der 1 mit 13 Punkten, Ingolstadt 12 Punkte, München 12 Punkte, Düsseldorf 12 Punkte, Mannheim 11, Augsburg 11, Kölner Haie 10 Punkte, Bremerhaven 10 Punkte, also von daher geht's ja eigentlich. Wir sind gerade mal 3 Punkte in der Tabellenführer, also es könnte schlimmer sein. Also wie gesagt, Bremerhaven 10 Punkte, Iserlohn 9 Punkte, Wolfsburg 9 Punkte, Berlin 5, Nürnberg 5, Schwenning 2 und Straubing 2. In diesem Sinne sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video doch mal wieder einen Daumen nach oben da, schreibt euer Feedback wieder in die Kommentare rein. Was fand ihr gut, was fand ihr schlecht? Links zu meinen Social Media Accounts unten in der Videobeschreibung zu finden. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, der Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr, sehr über ein Follow freuen, wenn ihr daran Interesse habt. Ansonsten auch der Link zu meinem Discord-Server zu finden. Auch dort seid ihr herzlich willkommen, mal vorbeizuschauen. Und ja, jeden Tag 13 Uhr neue Folge UFC 3, der Karrieremodus, 15 Uhr WW2K19 und um 18 Uhr NHL 20, die DL-Saison mit den Kölner Haien. Wenn ihr da Interesse habt, gerne ein Abo hinterlassen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet. Ich bin dann jetzt an dieser Stelle raus. Bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.